Gold to go. Der schnellste Weg zu Gold. Von einem Gramm bis zu einer Unze. Bereits 6-mal in München. Alle Standorte auf goldtogo.ag. Wir demokratisieren den Zugang zu physischem Gold. Auf den Cent genau. Wird präsentiert von Sanitätshaus Samberger. Ihr Rundumversorger in Sachen Gesundheit. 6-mal in München. Und Lupse, Bäder fürs Leben. Altersgerechte Komplettsanierung aus einer Meisterhand. Bei dieser Sendung ist das Einkaufen natürlich vordergründig. Aber besonders schön ist es, wenn auch mit fast dem gleich traurigen Anlass, jetzt hier bei den Mechtlinger einzukaufen, weil da muss alles raus. Die machen leider zu. Und da kann man jetzt alles, was man eigentlich so in jeder Sendung sucht, nämlich kleine Sachen, kann man hier einkaufen. Also die Sendung jetzt nicht zu schaffen, fast unmöglich. Oder vielleicht doch, das werden wir sehen. Wir haben eine Kandidatin, die sich beworben hat. So schaut sie aus. Mein Name ist Uli Richard. Ich habe mich beworben, weil mich die Sendung interessiert hat und weil ich den Beri Werkmeister schon öfter im Fernsehen gesehen habe. Die Uli, die macht einen taffen Eindruck. Die weiß genau, was die will. Ich hoffe, da komme ich hinterher, weil die hat eine Dynamik. Halleluja, auf geht's. Uli, die Frage nach der Nervosität ist erübrigt sich, oder? Genau, ich bin ganz entspannt. Bist total locker und relaxed. Ganz relaxed. Ja, das sieht man. Okay. Das hat was auf sich. Okay. Normalerweise sagen wir bei so Preisen, die man dann selber ausrechnen muss, schwierig. Das heißt, wir haben jetzt mal Sonderspielregeln. Ja. Also du hast natürlich, wie in allen Sendungen auch, du hast deine 30 Minuten exakt zum Einkaufen. Ja. In dem Fall müssen es mindestens 10 Artikel sein. Okay. Mehr können es sein. Mhm. Weniger geht nicht. Gut. Auf den Cent genau. Du hast einen Glückscent. Wenn es also hinten 499,99 wären, geht es auch noch. Und jetzt, das ist ganz wichtig. Das heißt, alle Artikel, die jetzt hier bei Mechtlinger sind, wenn keine besondere Auszeichnung ist, sind 20% weg. Gut. Wenn der Stern auf irgendeinem Artikel ist, 30, sieht man hier. Und wenn der Smiley drauf ist, 50%. Super. Die müssen wir jetzt in dem Fall ausrechnen, weil du ja fast das Doppelte in dem Fall mit einkaufen kannst. Genau. Dann ist das ja fast 1000 Euro. Wunderbar. Damit das aber jetzt wirklich einfach wird und auch hinterher an der Kasse kein Problem gibt, kriegst du nämlich hier von Mechtlinger den Uli, also deinen Namensvetter. Meine Namensvetter, in dem Fall bist du schön. Einfach, wenn ich Uli schreibe, kommt ja beide. Und der wird im Hintergrund immer gleich mitrechnen, wird dir die Zahl zuwerfen, die trägst du ein. Und das ist das, was wir dann am Ende als Preis werten. Super, Spielregeln verstanden. Dann noch einmal 3x5 mal durchschnaufen. Mach ich. Und dann legen wir los. Gut. Wunderbar. Allein dieser Einkaufswagen, der ist schon Geld wert. Ja. Also wenn ich den auch noch verkaufe, da bin ich ein Anwärter. Der ist ein Traum. Das ist super. Das ist der Uli, jetzt sieht man ein Gesicht dazu. Uli und Uli. Das ist jetzt nicht dein Helfer und auch nicht dein Assistent, sondern er kriegt von mir die Preise, rechnet sie für 20%, 30% oder 50% um. Ich gebe dir den Preis und das ist der, den du aufschreibst. Gut. Spielregel verstanden? Habe ich verstanden. Nervosität ist mir jetzt wurscht. Na, ist egal. Völlig wurscht. Wir können ja loslegen. Bist du weit? Ja. Können wir loslegen? Ja. Ich kenne da ein Kommando. Gut. Die Zeit läuft ab. Jetzt. Jetzt. Wieder schauen. Er fährt sich ja richtig schnucklig. Was ist das? Was ist 39,95. So, und wir haben jetzt das Rabatt. Du kannst schon weitermachen. Aufschreiben sauber. Ja. Eine Salatschleuder. Mach da ein Vermerk hin. Und da gehen jetzt 20% weg. Ja. 39,95. Uli? Macht wie viel? 31,96. Hast du aufgeschrieben? Ja. Passt. Artikel Nummer 1. Ich komme mit meinem Rennwagen. Das ist hier. 4,40 Euro. Artikel geht nur, das ist jetzt derselbe Artikel. Geht immer nein, nur einer. Ist ein anderer. Ja, aber das ist, okay. Das ist jetzt, ob das jetzt ein Millimeter mehr oder weniger. So, welchen hast du jetzt da? 4,40 Euro, da gehen 20% weg. 3,52. 3,52, sagt der Uli. Ein schönes Messer. 62,95. 20% gehen runter. 50,36. Du bist aber schnell, ha? Ja, gut. Dann hast du schon öfters gemacht. Vorbereitet. Eine. Oh, das ist jetzt 32,95. Eine Pfeffermühle. So, und da ist jetzt ein Smiley drauf. Genau, Smiley. Und Smiley bedeutet? 50%. 16,47. Artikel haben wir 4. Du machst dich gut. Magst du vielleicht einmal eine Zeit wissen? So. Ja, gerne. Du hast erst 1,47 verbraucht. Ja, wunderbar. Ja? Uli, jetzt steh halt nicht im Weg rum. Ach, mein Gott, nein, sag einmal. Zeit ist immer Geld. Immer steht er im Weg rum. Ja, sie hat ja noch ein bisschen Zeit zum Aussuchen, gell? Nimmt sie sich die Pfanne die Fuhe. 89,95. So, und da ist aber auch ein Stern drauf.
Und dieser Stern bedeutet 30% auf 89,95. 62,96. 62,96. Das ist doch wirklich, in dem Laden gibt es, glaube ich, nichts, was es nicht gibt, oder? Du kriegst gibt's von der Schraube alles. bis zum Reinigungsmittel alles. 19,90 €. Zeig her, 19,90 €. Ist da irgendein Aufkleber? Ist nichts. Doch, Moment, hier wären aber... Dann nehme ich das, Moment. Ja, dann nehmen wir das, weil da sind nämlich Smiley dran. Dann nehme ich... Oder gleich sowas? Nein, das grüne, 20,99 €. 20,99 €, 30% gehen weg. Sehr gut. Das ist ein Smiley drauf, 50. Sind 50%. Also 50, mein Gott. Ich komme ja selber durcheinander. Deswegen haben wir die ja dabei. Pass halt ein bisschen auf. 20,99 €. Macht 10,49 €. 10,49 €. Flasche. Gut. Zeit ist alles gut. Erst 3,21 € um. Du kannst ja spazieren gehen da drin. Uli, du bist so 39,99 €. 39,99 € ohne ein Sonderwapperl, oder? Das heißt genau, 20%. Sind 31,99 €. 31,99 €. Die Uli macht das gut. Aber so ein System hast du nicht, gell? Du kaufst einfach, was dir jetzt ins Auge fällt. 9,90 € ohne Wapperl. 7,91 €. 7,91 €. 7,91 €. Jawohl. Okay. Der Bilderrahmen. Falls jetzt irgendjemand sagt, wir suchen die keine Maske auf. Wir sind geimpft, wir sind getestet und der Laden ist zu. Also. Herrliche Voraussetzung. 18,95 €. Sag mal her. 18,95 €. Was ist denn das, so ein Cappuccino? Schneebesen. Ein Schneebesen. Was haben wir für Wapperl? Gar keins. Nein. Da steht drauf. 18,95 €, ja. Da steht kein extra Wapperl. 15,16 €. 15,16 €. Jawohl. Okay. Das wäre der Spaß hinten dann, gell? Super. Der Vorteil, dass du jetzt einen Umrechner hast, der Nachteil ist, dass du hernach umrechnen musst, um aufzurunden. Ja, alles im Leben hat ja zwei Seiten, gell? Genau. So ist es halt. Zeig nochmal deinen Zettel, genau. Uli, bei dem Bilderrahmen nochmal. Das waren 9 €. 9,90 € war es? 9,90 € mit 20% sind, da war es in 91 sind 7,92 €. Machen wir 7,92 €. Man muss aufrunden, weil hinten die Kommastellen. Ganz genau. 7,92 €, das ändere ich um. Alles gut, so. Gut. Dann darf weiter. Ich jetzt mal nachrechnen? Du kannst jederzeit nachrechnen. Dann rechne ich, dann muss ich jetzt kurz rechnen. Du bist die Chefin. Rechnen. Du kannst ja da ablegen, ja, weil dann geht es vielleicht noch leichter. Genau, Zeit haben wir 5 Minuten, 18 Sekunden sind um. Also du hast noch ganz viel Zeit. Kannst auch in Ruhe eintippen, keine Rechenfehler machen bitte. Wo hast du denn dieses wunderschöne Teil her? Das ist ein Retro-Teil, das ist nur aus meiner Jugend. Ah, da schon her. Du hast einen Taschenrechner mitgenommen. Da du bist gedacht, ein ganz Taschenrechner. Ein ganz schlaues Mädel. Weil das nämlich leichter zum Rechnen ist, weil ja, da größere Tasten drauf sind. Sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Teile. Du bist ja schon fast mal alle Teile. Aber erst bei 200,83 €. Da habe ich noch ein bisschen was, dann lege ich gleich weiter los. Du kannst sogar weiterlegen. Ja. Also du brauchst jetzt von Haus aus nur ein Teil, dann bist du schon mal mit der Hausaufgabe durch. Gut. Gell? Dann musst du da schon mal keinen Kopf mehr machen. Pfanne haben wir schon, gell? Pfannen haben wir, das ist wurscht, ob das eine kleine, eine runde, eine Eckerde, eine Viereckerde. Ein Topf kannst du nehmen. Das noch mit. Das geht auch. 14,95 €. Und ist irgendein Wapperl drauf? Nein. 20% auf 14,95 €. 11,96 €. 11,96 €. Gut. Und drin. Die Teile sind erfüllt, deine 10. Ab jetzt freies Einkaufen. Gleich geht's weiter mit Auf den Cent genau. Präsentiert von Bayerischer Fliesenhandel. Die Welt der Wohn- und Objektkeramik. Und Baby One. Von Anfang an. In Karlsfeld und Brunnthal. Mein Name ist Jürgen Bestian, ich bin Brandmanager bei der Leinfelder Uhren München und freue mich, Ihnen heute eine ganz besondere Uhr vorzustellen. Es geht heute um die Wickel-Uhr, die wir zu Ehren von Wickelhagen erstellt haben. Wir haben uns darauf spezialisiert, mit charismatischen Persönlichkeiten zusammen Uhren zu entwickeln, die die Geschichte dieser Träger beschreiben. Alle unsere Uhren sind stark limitiert. Für diese Wickel-Uhr haben wir 50 Stück in einer limitierten Auflage plus noch einmal 10 Stück mit einer Diamanten- und Saphir-Lünette.
Für diese Uhr haben wir ein ganz besonderes Uhrwerk, ein automatisches Uhrwerk aus der Schweiz, verbunden mit einem sehr hochwertigen Zifferblatt. Das Besondere dieser Uhr ist, dass wir das Datum erstmalig für uns auf die 9, auf die linke Seite gesetzt haben, um das Hauptmotiv, die Talburg, nicht zu durchbrechen. Das Design haben wir hier in München entwickelt und unser Uhrmachermeister fertigt in Handarbeit jede einzelne Uhr in unserem Atelier in München. Ich finde es nach wie vor als große Auszeichnung, dass ich die gekriegt habe, dass da auch die lange Berufstätigkeit ein bisschen zu Ehren kommt und das macht mir schon enorm stolz. Southbank, Ihr Fachhändler für Schulranzen, Rucksäcke und Koffer. Auf über 800 Quadratmetern Verkaufsfläche haben wir 50.000 Artikel für Sie lagernd. Besuchen Sie uns im Southbank Megastore in Puchheim. Southbank.de. Weiter geht's mit Auf den Cent genau. Präsentiert von Sanitätshaus Samberger. Ihr Rundumversorger in Sachen Gesundheit. Sechsmal in München. Und Lupse und Lupse. Bäder fürs Leben. Altersgerechte Komplettsanierung aus einer Meisterhand. Das ist jetzt, was ist jetzt das? Eine Croissette, das ist eine Auflaufform. Das ist eine Auflaufform, ja. Das lassen wir jetzt als eigenen Artikel gelten. Der kostet 145. Da ist ein Stern drauf, das sind 30%. Siehst du? 101,50 €. 101,50 €. Jawohl. So, das kommt okay. Da hin. So. Ja. Gehen wir mal dahinter. Gehen wir mal dahinter. Immer beliebt. Immer Bodenwischer. Beliebt. Ein Bodenwischer. Für 19,99 € minus 20%. 15,99 €. Doch, den kann man gleich noch machen. Schon, ja? Na, dann nehme ich doch mal. Geschirrhandtücher darf ich auch nur eines nehmen, oder? Darfst nur eins nehmen. Artikel darfst du immer nur einen nehmen. Außer er ist verpackt in einem Fünferpack oder so, dann geht's. Dann nehme ich einmal. Und das kostet? Das? Da ist nichts drauf. Da steht 4,95 €. Da steht jetzt 4,95 € und dann 20% weg. 3,96 €. Artikel ist im Kasten. Oh, das System hat System bei dir, das ist nämlich völlig durcheinander. Ein Pflegebalsam für 45,50 €. Was ist denn das? Für einen Parkettboden. Ah, hast du Parkettboden daheim? Nicht schlecht. 45,50 €. 36,40 €. 36,40 €. Nehmen wir auch. Gut. Was nicht alles gibt. He? Ja, gibt viel Sachen. Hier gibt es wirklich alles. Du. Das ist ein Wahnsinn. So, jetzt Wagen mitnehmen? Nein, ja, das geht so. Also, ja, nein, ja. Nein, ist ja schon, ist in Ordnung. Mein Retro-Wagen. Und wieder ist in der Küchenabteilung. Die Frau ist ein Wahnsinn. Ja, das kann man alles brauchen. Jetzt kommt das Brettel daher. Bambus. Das nein, da? Nein, das nehme ich mit. Nimmst das da? Noch 28,90 €. 28,90 €, da ist aber ein Stern drauf, das heißt 30%. 20,23 €. 20,23 €. Das ist ja aerodynamisch. Dann rechne ich mal kurz zusammen. So, tust du das? Schon langsam. Ich glaube, wir brauchen einen zweiten Wagen. Ja, holen wir einen zweiten Wagen, genau. Ich stelle den einmal da vorne ab. Was sagt der herrlich rosafarbene Rechner? Noch nichts, werden wir jetzt gleich sehen. Jetzt muss ich nur schauen. So, Moment, was machst du jetzt? 106 € brauche ich bloß noch. Ah, du rechnest jetzt rückwärts? Ja, genau. Weil jetzt muss ich ja nur schauen, was kleiner, ich kleiner Tipp an dieser Stelle noch. Zur Zeit sagt übrigens 10,58 €. Kleiner Tipp. Das Rückwärtsrechnen, das hat den Teufel gesehen. Bleib im Aufwärtsrechnen. Ja, ich weiß ja, was ich habe. Das kannst du für dich, dass du das brauchst. Das ist entscheidend. Nochmal 392,87 €. So mag ich es hören. Weil, wie heißt die Sendung? Auf den Cent, genau. Jawohl. Genau. Frau Mechtling, alles in Ordnung? Alles gut. Machen wir das in ordentlich? Jawohl. Chefin schaut uns zu, über den Finger, ob wir da gut arbeiten. Na, dann nehmen wir mal so einen Powerstrip. 6,49 €. Ja, haben schon gedacht. 6,49 €. 20% gehen weg. Macht. Moment. Herr Uli. 5,19 €, spät. 5,19 €? 5,19 €. Gut. Ja, nach Ladenschluss geht das der ganze Tag schon durch.
Aber das ist doch herrlich. Ohne Leid, einkaufen können, wenn man will. Ja, das ist wunderbar. Ich möchte damit machen. Es ist eine. Das ist jetzt eine Tischunterlage. Ein Platzset. Aber leider nicht in. Ein Placemat. Für 9,95 Euro ohne. Magst du andere oder was? Nein, ich wollte vier. Achso, der für nein, geht ja noch nicht. Da muss es wieder neu, weil der eins braucht. Ja, aber so schlampert, lass gut sein. Lass gut sein, passt schon. Du hast keine Zeit. Ich krieg gerade ein Zeichen von hinten. Deswegen. Da geh her. Darfst du wieder ablegen. Jetzt rechnest du bitte mal von vorne bis hinten. Vergiss deine ganzen extra. Da streich einmal deine. Naja, also vorsichtig durch, dass du es noch als Kontrolle hast. Aber nimm nur die Beträge, die wir aufgeschrieben haben. Die stimmen, aber deine Additionen stimmen nicht. Haben wir mich da vertippt? Letzte Chance. Es ist noch vor der Halbzeit, deswegen gut, aber jetzt ordentlich rechnen. Und dann hilf ich nicht mehr. Und ich bin still. Ich weiß ja, gell, da kommt man so als altklug rüber, wenn man dann am Anfang dem Kandidaten oder in dem Fall jetzt der Kandidatin sagt, bitte sauber schreiben. Aber das sind immer die Stolperfallen, weil man dann beim Zusammenrechnen seine eigenen Zahlen verdreht. Und deswegen haben wir jetzt noch mal geholfen, aber jetzt ist Schluss mit Hilfe. Ah, haben wir was gefunden? Mhm. Ach, so was Blöds. Bloß gut, dass wir nachrechnen, gell? Genau. So, die 20, das war schon richtig. Da war schon wieder, war schon der erste Fehler. 50. Wir nähern uns schon langsam der Halbzeit. Okay. 30, 40, 20, 23. Und 5,19, das waren diese Stripes hier. 195, heute 100. Jetzt fangen sie zu schmieren. 95, 23, das mache ich immer. Sauber schreien. Ja, mache ich immer, ist dann habe ich verloren. Gell? Das wollen wir nicht hören heute. Genau, also so, jetzt 230, die zwei Beträge zusammen. Genau. Und lass noch Platz, du hast noch mehrere Teile. Nicht so viel verschmieren hier. Und dann haben wir. Rechnen wir es gescheit zusammen. 195. Also 6. 23 plus 230. 83 ist. 426,06. Jawohl. So, dann können wir weiterlegen, oder? Genau. Dein Bredel vielleicht mitnehmen? Ja. 3,50 Euro. 3,50 Euro, aber mit 20%, oder? Ja, genau. Das sind? 2,80 Euro. 2,80 Euro. 2,80 Euro. Eingekauft. Servietten. So, jetzt schau ich mal. Zurück. Zu einem kleinen Lamperl. Jetzt muss ich bloß rechnen. Das Lamperl würde kosten. Na, die, wie viel kostet die? Die kostet 119. 119 glatt, aber da ging ja 20% weg. Ja, aber dann komme ich nicht hier. Du kommst nicht hier, das ist gut. Dann müssen wir, du kommst aber was anderes raus, was hörst, dass du die Lampen kaufen kannst, wenn du die lieber ist. Hm. Nicht so geil. Nein. Gut, wolltest du nur gesagt haben. Gut. Ach, dann nehme ich nochmal so ein Sieb mit. Das ist gut. So ein Sieb für? 19,90. 19,90, 20% weg. 15,92. 15,92. Gehen wir in die Richtung oder in die? Ja, muss mal schauen, was da gibt. Was gibt es da alles? Gartenhandschuhe, die sind gut. Handschuhe. Andere Farbe. 3,50 Euro. Passt zu deinem Taschenrechner? Ja, wunderbar. Herrlich. Da ist er da schon. Herrlich. Oh Gott, so weiß ich das. 3,50 minus 20. 2,80 Euro. 2,80 Euro. 2,80 Euro. Gut. Taschenrechner ist da. Taschenrechner ist da. Malersachen. Malersachen brauchen wir nicht. Haushaltsreiniger. Brauchen wir auch nicht. Moment. Alles zum also Spachtel. Druck Algen Grünbelag, den nehme ich noch mit. Das ist gut. 14,99 Euro. Okay. Macht? 11,99 Euro. 11,99 Euro. Eingekauft. Wollen wir schon wieder mal eine Rechnung machen? Oder? Genau. Ja. Brauchst du wieder deinen rosa Panther? Bleiben wir hier stehen. Die Zeit sagt übrigens 19,30 Uhr. Gut. Sind um. Okay. Also noch gute 10 Minuten hast, gell? Okay. 2. Langsam komme ich aber da nicht mehr mit, gell, wo da jetzt was ist. Jetzt hast du ganz schön miteinander geschmiert. Ich kenne mich da aus. Du kennst dich da aus. Mhm. 3 und 3. Ja, ich merke es gerade. Ich will schön, dass es sauber schreibt. Kannte ja, wenn ich schon am Kante. Wenn's, wenn's, wenn ich hätte gern, wenn ich hätte, gell? Plus 400.
20.06 plus? Jetzt hab schon 459 Euro. 459 glatt? 63. Ja, der Cent zählt. Ja, immer. Ja. Ja, ich muss ja im Hintergrund mitrechnen. 99 ist 40,36 Euro. Was rechnest du jetzt? Hab jetzt mal so für mich jetzt. Gleich geht's weiter mit Auf den Cent genau. Präsentiert von Bayerischer Fliesenhandel. Die Welt der Wohn- und Objektkeramik. Und Baby One. Von Anfang an. In Karlsfeld und Brunnthal. Die Familie Russoniello, bekannt dafür, bayerische Kulturflächen in mediterrane Spitzengastronomie zu verwandeln, hat ein neues Zuhause, das Teatro Sollen. Die ehemalige Iberl-Bühne vereint jetzt bayerische Biergartenkultur mit italienischem Flair. Modern trifft auf rustikal. Das Teatro Sollen. Boobs Gentleman's Club. Munich's finest Table Dance. Erlebe täglich neue Mottoabende. Die niveauvolle Adresse für erotisches Entertainment. Dachauer Straße 17. Boobs-Tabledance.com. Hut breiter. Die Welt der Hüte. Ihr Hutfachgeschäft seit über 150 Jahren. In der Kaufinger Straße, direkt am Dom. Weiter geht's mit Auf den Cent genau. Präsentiert von Sanitätshaus Samberger. Ihr Rundumversorger in Sachen Gesundheit. Sechsmal in München. Und Lupse und Lupse. Bäder fürs Leben. Altersgerechte Komplettsanierung aus einer Meisterhand. Seit über 99 Jahren gibt es das Traditionsgeschäft Mechtlinger in der Ostpreußenstraße 30. Doch dieses Jahr schließt es seine Türen für immer. Davor aber darf unsere Kandidatin Ulrike noch 500 Euro im Räumungsverkauf ausgeben. Von der Schraube über Lampen bis zur Bratpfanne, hier findet man alles, was man braucht. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit Ulrike im Mechtlinger in Denning. Zeit sagt 21.44. Oh, jetzt wird's. Und wieder Haushalt. Ja. Ja, das ist halt eine doch dein Sieg. Eine Schere, vielleicht gibt es da eine. Schere. Haushaltsschere. Habe ich denn die Haushaltsscheren gesehen? Die waren da vorne irgendwo. Da vorne waren Haushaltsscheren. Der Uli darf da ja sagen, was ist, oder? Für alle? Ja, bitte. Uli, ja. Wo sind Scheren? Da sind Scheren, jawohl, in allen Größen. Gleich bei der Kasse. 12,95. 20% weg. Sind 10,36. 10,36. Da. 3,50 €. 3,50 € minus 20. 2,80 €. 2,80 €. 2,80 €. Dann da nochmal zusammenrechnen. Genau, hier. Wo bist du jetzt? Ah, halt. Jetzt haben wir verrechnet. Entschuldigung. Das war nicht das erste Mal jetzt, gell? Aber ist ja menschlich. Genau. Weil du hast ja auch deinen besten Rechner mitgenommen. Eben. Das ist nicht unsere Schuld. 493,14. Zeit sagt übrigens 24.30. Jetzt ja. Hast du noch 5,5 Minuten. Jetzt macht es doch noch spannend, Uli. Die Schere muss raus. Die Schere muss raus? Die Schere muss die Schere? Raus. Das waren 10,36 €. 10,36 €, warum muss jetzt die raus, weil du schon drüber bist? Weil ich schon drüber bin. Ja, da schaust du her. Ja. Genau, so geht das. Also nochmal. Die wird wieder ordentlich aufgeräumt. Die war hier. 63. Dann haben wir jetzt. 495,94 €. Also für 4 Schreib's Euro. Auf, weil das weißt du in einer Minute wieder nicht. 495,94 €. Und schmieren dort. Ja, immer. Ach, so, jetzt brauche ich noch was für 5,04 €. 5,04 €, oder halt klar. Da musst du jetzt umrechnen. Das ist jetzt ja. Der einzige Nachteil. Jetzt müssen wir, aber der Uli ist ja schnell. 6,99 €. Das ist zu viel. Das ist zu viel? Ja, das kann ich auch im Kopf. Zu viel. Das kannst du weg da. 3,50 €. 2,80 €. Und wird wieder gerechnet? 1,25 €. Ein was? 1 Euro? 1,25 €. 1,25 € ist aber ein guter Preis. Das kannst du dir kriegen.
Jetzt schau mal. Aber du hast jetzt das 20%-Spiel. Das ist die ganze Zeit ein Vorteil. Das kann jetzt zwicken. Ja, es ist jetzt ein Nachteil, der für sie vom Einkauf vom Vorteil ist, dass sie entweder 20%, 30% oder 50% natürlich noch bekommt. Aber bedeutet am Ende natürlich, man muss auch die dann übrig verbliebenen Preise umrechnen mit 20%, 30% und 50%. Und das ist jetzt nicht so einfach. Trotz Hilfe. Ich kann jetzt schon nicht mehr Kopf rechnen, ich bin schon ganz deppert. 26.30 sagt die Uhr, das heißt, wir haben nur 3,5 Minuten. Alles im grünen Bereich, du hast zu viel Klarzeug hier. Kannst du auffüllen. 2,50 Euro. 2,50 Euro sind? 2 Euro. 2 Euro glatt. 2 Euro, ja, aber wenn ich, also 2 Euro, na okay. Du kannst es ja wieder weg tun. Du hast wieder weg. Du bist wieder weg, nicht rein. 27,37 sagt die Uhr. 1,99 Euro. Ergibt? 1,59 Euro. Ja, 2. 1,90 Euro zu viel. Also dann brauchen wir was günstigeres mit 1. 1,50. 1,20 Euro. 1,20 Euro. Brauchen wir. Brauchst du ein bisschen her noch, gell? 1,20 Euro. Jetzt geht's eng aus. Da sind Klarteile, genau. Kannst du noch mehrere nehmen? Hier gibt's ja überall. Jede Schraube kannst du nehmen. 1,80 Euro und 60. 60 sind, 6 sind 12, sind 52. Nein, 48. 48. Sind wir bei 28,50, sagt die Uhr. Okay. Jetzt rechnet es und rechnet es und rechnet es. 1,80 Euro. Geht sie nicht aus? Nein, um einen Cent. Den hättest du ja noch gut, als ist er zu viel. Oder zu wenig. Ja. Du hast ja nur deinen Glückscent. Ja. Also nochmal 1 Euro sind wie viel? 80. 80. 80. Jetzt und die 60? Spannend. Waren 48 Cent. 48. 29,18 sagt die Zeit. Ah, jetzt habe ich mich verrechnet. Hast du noch Zeit? 29,35. Plus. Zwei Cent zu viel, kurz. Zwei Cent zu viel, das ist ja blöd. Das jetzt ist haben blöd. Wir 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Stopps. Genau 30 Minuten. Super. Heieieiei. Das sagt man nicht. Herrschaftszeit. Der war nicht schuld. Der war nicht schuld. Der hätte jetzt schon her, der hätte 500,02 ausgerechnet. Ja. Aber die hast du ja jetzt gar nicht rein. Na, ist ja zu viel, war. Das ist zu viel, gell? Ja. Das ist so ein Mist. Mist. Ich war eigentlich am Anfang relativ schnell mit der Zeit, aber irgendwann läuft es dann am Ende, wird es dann doch knapp. Man muss immer wieder mal nachrechnen. Man verrechnet sie natürlich auch relativ oft einmal, wenn man das dann auch hinschmiert. Und ja, die letzten Minuten mit diesen kleinen Beträgen noch, das ist dann schon schwierig, dass man es dann schafft. Es ist ja, wer die Sendung kennt, weiß, es gibt ein Trostpreisel. Frau Wettlinger, ja, genau. Was darfst du denn da jetzt? Sie darf sich was aussuchen, oder? Sie soll was Schönes mit nach Hause nehmen und ja. Ich weiß, was die nimmt. Ich glaube, ich weiß es auch. Wissen Sie, ja, soll ich es einmal rausziehen und wenn es nicht stimmt, dann kannst du es ja wieder zurückgehen. Okay, ja, riskieren wir es. Was das? Genau. Ah, da war so ein bisschen Herzblut dabei. Gell? Ja. Das ist so schwer, dass ich glaube, dankeschön. Danke. Dein Auflaufform, immerhin, gell? Muss man das schon dazu sagen. Das ist super. Das ist eine 145, tolle. Wie viel 20%? Uli, jetzt bin ich raus. Hast du schon Feierabend? Freilich. Okay, jetzt. Dann hat er sich verdient. Frau Mechtlinger, vielen Dank. Gern geschehen. Wer jetzt sagt, ich habe Bock, ich mag jetzt mal richtig mein Geld auf den Kopf hauen, das kann man tun. Da sind schöne Schmankerl dabei. Wie lange geht der Verkauf? Bis? Der Verkauf geht bis Ende April. Bis Ende April. Ja, und dann genau. Ist Schluss, oder? Und dann ist leider Schluss, ja. Auf Wiedersehen. Ich weiß, eine kleine Träne fließt, aber ja. Noch ist auch nicht Schluss. Uns, ja. Noch ist nicht Schluss, noch ist alles genau. Dabei. Es lohnt sich, hierher zu kommen. Das war schön und wir sehen uns wieder in 14 Tagen, oder? So sage ich es jetzt. Danke. Jetzt hätte ich Hunger. Servus. Danke. Wohlfühlen auf Bayerisch. Das ist das Motto des 4-Sterne-Hotels Schmelmerhof in Bad Aibling. Mit einem breit gefächerten Wellnessangebot und einer großen Spa-Landschaft mit Saunen und Indoor-Pool lädt das Hotel zum Entspannen ein. Für das leibliche Wohl werden im Restaurant bodenständige Gerichte neu interpretiert. Frisch, regional und kreativ lautet hier die Devise. Im Schmelmachhof in Bad Aibling.
Auf den Cent genau wurde präsentiert von Bayerischer Fliesenhandel, die Welt der Wohn- und Objektkeramik. Und Baby One von Anfang an in Karlsfeld und Brunnthal.